Jetzt brauchen wir nur noch... Achso, die sind wieder aktiv, ne? Ja. Jetzt brauchen wir nur noch einen vollen Schutzgeist, den wir hoffentlich die Piraten hier und ein paar von den Untoten auf dem Weg sammeln können. Es ist immer noch hakelig zwischendurch das Spiel, ich habe keine Ahnung warum. Läuft eh jetzt hin. Lass mich raten. Ja. So, die haben wir weg. Schutzgeist ist über 50% aufgeladen, reicht nicht. Aber es waren ja noch ein paar. Warte, war hier so ein Blubbervieh? Nee, ne? Ja, sorry, ich hab. Da hinten war ein Fank, aber hier links war noch irgendwas. Ah, ne, da ist ein Blubbervieh. Aber Schutzgeist fast voll, ist alles gut, alles gut. Punsch. I see you. Also wenn ich mit der Fernkampfwaffe schieße, kriegen wir keinen Schutzgeist dazu, oder? Es fehlt nicht viel. Nee, kriegen wir nicht. Noch was für die Zukunft zu merken? Oh, das ging durch den Helm. Okay, also 8 Elixiere, 9 Elixiere, aufgeladener Schutzgeist und ich habe das vorhin schon fast geschafft, ohne alles und mit nur 5% Leben und überhaupt. Also go, go, töt das Ding. Da kann ich es noch gar nicht treffen. Also jetzt sollte ich mich darauf konzentrieren, die kleinen. Da ist man nicht getroffen zu werden von dem bösen, bösen diesen Teil. Ja. Okay. Auch von den kleinen, kleinen Riesenteilen nicht. Hallo? Ich hab schon mal fix die schlechter als vorhin. Bleiben. Oh, das Feuerding ist weg. Ja, das hat wehgetan, ne? So, Feuer da hinten ist noch aktiv. Vielleicht, wenn ich das jetzt eine ganze Zeit lang nicht nutze, irgendwie ein anderes an. Eigentlich die am Ritterspitze da vorne treffen. Ah, das vorne auf dem Tentakel. Aber genau das da. Mist. Das war einfach doof. Ich habe mich zu sehr darauf konzentriert, mich zu heilen, anstatt einfach auszuweichen und auf eine größere Lücke zu warten. Lagerbestand 2, ja super. Achso, und wir haben keinen Schutzgeist überhaupt. Nochmal.
zumindest so halbwegs eben wiegen gerade. Also wir haben jetzt 8 Elixiere und einen komplett aufgeladenen Schutzgeist. Naja, eigentlich haben wir nur 7,5, weil ich ein halbes Elixier jetzt schon nutzen sollte. Um wieder zu heilen. Na gut, gucken wir mal. Weg. Hallo. Okay, wenn die landen, tut das richtig weh. Danke, danke, Schutzgeist. Also nicht unbedingt genau an der Wand stehen, vielleicht. Jo. Zurückrufen. Ja. Und ich denke, jetzt den Schutzgeist jedes Mal voll zu bekommen, ist zwar ganz nice to have, aber das wird nicht ausschlaggebend sein für den Kampf. Ich muss mich nur ein bisschen mehr an die Bewegungsmuster gewöhnen, wann ich wie wo ausweiche. Das heißt, ich rush jetzt durch und mache das gleich nochmal. Oder ich werde zu unaufmerksam und stolper irgendwo runter. Ja, und crash auch noch das Spiel durch das ins Wasser fallen. Natürlich, warum nicht? Also, nochmal rein da. Jetzt ganz wuser, ganz entspannt. Von Schiffen bespucken lassen. Starke offensive Angriffe aus der hohen Haltung ein. Damit legst du all deine Kraft in die Waffe, um deinen Gegner zu Boden zu zwingen. Ja, Haltung. Ich weiß nicht, ob das bei dem Boss jetzt so einen Unterschied macht. Also ich werde ihn nicht zu Boden zwingen können, weil er ist ein Blub. Das klappt da nicht, allgemein mit Bossen nicht. Und ich denke, es macht sich eher bezahlt, wenn ich wieselflink bleibe. Also auf der normalen Haltung. Die niedrige Haltung, nee. Das ist dann wieder zu flink und zu wenig Schaden. Wobei, bei den Tentakeln vielleicht. Also die haben ja vorne diese Amritter-Spitze. Ich glaube, die habe ich nie richtig ordentlich getroffen. Also es kam keine extra Animation, soweit ich mich erinnern kann. Mal schauen. Also, erstmal Geist wiederholen. Genau, zurückrufen. Jo. Okay. Dann mache ich jetzt doch nochmal die Runde, wie auch in dem Zeitraffer. Weil ich habe ja Geduld und alles ist gut und ich bin nicht in Eile. Achso, ich sollte noch packen. Krallen-Neulinge halten. Also genau, ich bin nicht in Eile, ich kann das Mission aufbauen. Und die belebte Waffe hilft hier doch ziemlich stark. Eventuell sollte ich auch, drüber nachdenken, vielleicht doch nicht das Feuer-Element zu nutzen. Also als Schutzgeist. Schade. Sondern den Stier. Denn dadurch regeneriert unser Sir Anjin. Was, Anjin? Anji? Anjin, glaube ich. Er regeneriert hier mit jedem Treffer HP zurück und das würde dann die Elixiere doch ziemlich entlasten. Was hast du da Schönes? Alles. Hm.
So, da kam gleich einer von rechts rausgehüpft und wir haben den Fernkämpfer hier vorne, der mit ins Gesicht schießt. Ja, auch wenn ich hier auf das Amoriter Kernding schlage, passiert nicht wirklich viel. Bleib du Schleimling mal, Schleimling, ist okay. Ich hau andere Dinge tot. Den als zum Beispiel. Targeten. Ja, bei solchen Moves Lebensenergie zurückzubekommen wäre super. Oder allgemein durch irgendwas anderes. Lockt Yokai an. Lässt Yokai zu dir kommen. Nee. Komm, einfach nicht gierig werden, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss es nur... Au! Der. Ja, ich müsste nur zu dem Boss mal hinkommen mit vollen Elixieren. Das wäre schon sehr vorteilhaft. Ich habe einen Verdacht, was das mit den Geräuschen sein könnte. Und den werde ich jetzt auch mal nachgehen. Weil ich weiß ja nicht, wie sehr euch das stört, dass es vom Sound her zwischendurch so grisselig ist. Aber mich stört es doch ziemlich viel. Das heißt... Nicht wieder in den Mund rein. Ja, das heißt, ich gehe zurück zum Schrein, switch um auf den Stier. Schutzgeist wechseln. Da... teste das kurz und danach starte ich den Client einmal neu, so ganz ohne Crash und so, und stelle die FPS-Zahl runter auf 30. Ich habe den Verdacht, das hat damit zu tun. Achso, ich muss getroffen werden, hau mich mal. Gut. Ah, das war nur, wenn ich das am Ritter aufsammle, das heißt beim Boss zum Beispiel hilft mir das gar nichts. Ja, doch, so ist es nicht ganz viel. Okay, war eine ganz nett gedachte Idee, aber nee. Die Realität hat sich anders entschlossen. Aber was haben wir noch so? Amoriterbilanz, Wasserschutz plus 20 klingt gut. Weil es ist ja Wasserschaden. Mitsuki, Geisterschutz. Was war es für ein Bonus für besiegte Feinde? Schadensbonus für besiegte Feinde. Also ein Buff, ein kurzfristiger Buff, oder? Geisterschutz, Feindradar, Leben. Nee, ich probiere den, ne? Dann teste ich jetzt nochmal kurz, was mit dem Buff auf sich hat. Mit dem Schadensbonus. Nee, ich sehe keinen Buff. Das war gerade der Buff, den ich habe von dem richtigen Key-Impuls. Was ich übrigens auch fast nie jetzt, nutze. Sowas könnte ich auch mal... bei den kleinen Schleimen zum Beispiel machen. Ich könnte es effektiv so timen, dass ich einen kleinen Schleim tot haue, dann auf den Boss gehe mit dem Buff, dann den nächsten kleinen Schleim. Das haut nicht hin, ich weiß. Aber ginge Theo praktisch.
Ja. Ich sehe da nichts von dem Buff. Eventuell ist das nur, wenn der Schutzgeist draußen ist oder es wird einfach nicht angezeigt. Was richtig geil wäre, wäre, wenn er alle Gegner, die man killt, sich merkt und passiv dann einen Boost gibt. Also sie würden das ganze Level hier clearen, werden total aufgepumpt und geht dann zum Boss. Das wäre halt ganz nice, aber kann ich mir so nicht wirklich sicher sein. Aber gut, ich teste jetzt erstmal ganz kurz mit 30 FPS rum, also bis gleich.